Ja, das ist dann insgesamt eine 12. Schöner Nachteil. Ja. Ich habe Zauberkontrolle, ich würfel ihn gleich. Ja, gut, dann mache ich erstmal weiter. Die Herrschutz haben sich eben schon bewegt, Midas. Ich ziehe mein fexgeweihtes Schwert. Das ist eine Aktion. Quatsch, ist keine eine Aktion. Ich habe kein Schnellziehen. Also ganz normal. Ja, gut, ganz normal. Ado. Waffe ziehen. Mehr kann ich auch nicht machen. Gut, Waffe ziehen, kein Schnellziehen. Nächste Kampfrunde. Ryodor. Ich beginne eine Liturgie-Trotzweile, ein Stoßgebet. Okay, welche? Und zwar Licht des Herrn. Was tut das? Es wirkt, dass ein Licht, die Umgebung des Geweihten wird von himmlischem Licht erleuchtet, ganz gleich, ob tiefste Nacht oder sich tiefes Gelände aufhält. Das Licht geht von der Hand des Geweihten aus und wirft auch Schatten. Gegen lichtempfindliche Kreaturen wirkt es wie echtes Sonnenlicht. Magisch hervorgerufene Dunkelheit wird durch das Licht des Herrn gebrochen. Okay, das ist scheiße. Wie lange Gar dauert nicht das? wahr. Ritual des Gebet, das heißt, eine Spielrunde. Scheiße, vergiss es dann. Kann ich verkürzen? Ich kann nicht 3, verkürzen, ne? Nee, 2. dann greife ich an. Okay. Du kannst nichts angreifen, weil nichts vor dir steht. Wird sich positionieren? Ja. Dann wohin? Wo bin ich? Ob da auf der Karte? Ich suche mich gerade. Hier. Ah. Da. Gut, positionieren und dann nur noch parieren, weil angreifen kannst du nicht mehr. Du bist in der Initiative auf Genau. 13. Dravibor. Was machen wir? Ich bleib Attribute bei der ausgeklungen, du Position. merkst, wie du am Arm gepackt wirst und nichts passiert. Beziehungsweise es geht ein brennendes Kribbeln von Geron aus, er hat dich angegriffen. Ich würde mal zweimal verteidigen. Zweimal verteidigen, zweimal parieren, das hat bei den anderen Runden sonst auch funktioniert. Tau. Ich ziehe meine Waffe und gehe auf Verteidigung. Gut, Verteidigung, zweimal parieren, dann Geron. Den Attribut höre ich ja schon. Dann fange ich an, meine Waffe zu ziehen. Ja, eine Aktion, zwei Aktionen. Eine Aktion ist nur ein Kurzschwert. Was tust du sonst parieren? Ich hatte ja den Zauber, den Ach merke ich so, aber noch gut. eine Aktion, dass er nicht klappt. Ja, alles klar. Und dann ziehe ich die Waffe in der zweiten Aktion. Ja, der Herrstadt Fürst wird Preyodan angreifen. Die anderen werden Tau, Midas und Dravigor angreifen. Domine weicht schockiert zurück. Dann, das war eine Aktion Position, ich greife an. Und zwar, ich fange mal an mit meinem schartigen Säbel auf Abel, auf Priodur. Das wäre gelungen. Und 1, 2, 3 Peitschen auf die anderen. 1, 2, 3. Eure Par- Oh Gott. Eure Paraden und eure Angriffe sind um 5 Punkte erschwert. Sowohl Parade als auch Angriff durch die Dunkelheit. Ich habe herausragendes Gehör. Fünf erschwert. Um 5 erschwert durch Dunkelheit. So, der Herrstadtfürst, der erste trifft Preyodur, der zweite 20, das ist misslungen. Oh Gott, der hat 3 20er gewürfelt. Das Was war mit der uns? auf Tau, dann auf Midas würde treffen. Okay, dann muss ich wohl parieren. Da, 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 da. Ja, muss ich. Die ist um 5 erschwert, ne? Um 5 erschwert. Alles klar. Ich habe herausragendes Gehör, bringt mir aber nichts, oder? Nee. Oder knallt die Peitsche, während sie durch Die die. knallt auch, aber wenn du keinen Blindkampf hast, dann hilft dir gar nichts. Okay, alles klar. Wollte ich nur fragen. Dann schauen wir mal, ob ich das pariere. Ja, pariere ich, ohne Probleme. Ja. Hex Willis. Mit der Peitsche, ja. Muss man noch parieren? Um 5 erschwert? Gegen meinen geweihten Säbel. Okay. Ja, ist auch gelungen. Gut, ich schaue gerade mal nach, was bei den Sonderregeln eines Herrschers steht zu der Waffenbenutzung. Denn sowohl Waffe als auch Peitsche haben Sonderregeln. Peitsche ist eklig. Kann beliebig umwandeln. Wer einen Peitschenhieb einsteckt wird und dadurch Schaden erleidet, verliert zusätzlich zu den LEP auch noch einen Punkt KK bis zum nächsten Sonnenaufgang. Eine parierte Attacke eines Schwertes erhöht den Bruchfaktor. Der Schwert bzw. das Säbel war für Preyodur. Das war pariert. Und die Peitschen haben entweder nicht getroffen oder wurden auch pariert, ne? Wir haben nicht getroffen. Haben kein KK verursacht. Gut. Midas ist dran. Ja, ich kann noch einmal zuhauen. Das würde ich auch machen.
Ist natürlich auch erschwert um 5, ne? Aber kann ja sein, dass Fex mit mir ist. Genau, könnte ja sein. Ja! Fex ist mit mir. Dann kannst du Schaden machen. Ja. Denn sie haben sich in einer Aktion positioniert. Sind 8, das ist Fex-Schaden, also es ist nicht profan. 8 Fex-Schaden, Rüstungsschutz ist 2. Kommen 6 durch. Gut, dann Ado. Kann ich mich mit einer Aktionposition so zwischen die beiden, also nein, hier hinten innen stellen, dass ich da zwischenhauen kann? Aus einer anderen Distanzklasse, dann kannst du keine Ansagen machen und das ist eine Attacke plus 6. Dann lasse ich mir Zeit und, ich lasse mir keine Zeit, aber ich wirke einen Armor trotz, 4er. Gut, 4er Armor trotz. Dann nächste Kampfrunde, Priodo. Ich will angreifen. Glaube ich dir vor. Und zwar wandle ich um, einmal Peitsche und einmal Säbel. Bekommt der eigentlich Schaden durch meinen preisheiligen Zepter, die Peitsche? Die Peitsche? Nein. So. Hat er dich nicht mit dem Schwert getroffen? Ja, er hatte dich mit dem Schwert getroffen. Ach, genau, dem Säbel, genau. Der Säbel. Ja, nee, kein Schaden. Ist immer noch um 5er Schwert, oder? Alles, was du tust, ist um 5er Schwert, ja. Aber das schattige Säbel faucht in der Dunkelheit an dir vorbei. Du kannst den Kopf zurückziehen, auch wenn das eher intuitiv war. Ja, ich habe angegriffen, wie gesagt. Genau. Ich hab getroffen. Ja, kannst Schaden machen. Du hast einen Praios heiligen Gegenstand, ja? Ein Sonnenzepter. Gut. Schaden? 6 wird wahrscheinlich verdoppelt. 6 mal 2 sind 12. Dann ziehen wir den Rüstungsschutz ab, sind 10 Trefferpunkte auf den Herrstott-Fürst, den gehörten. Ich hatte dich einmal angegriffen, da ist aber nichts passiert, beziehungsweise ich hatte nicht getroffen. Ich würde dich aber nochmal mit der Peitsche angreifen. Möchtest du das parieren? Natürlich. Ja, hätte ja sein können, dass du so ein zerschartiges Schwert noch parieren hättest wollen. Peitsche trifft. Und die Parade plus 5 ist gelungen. Gut. Dann haben wir Priodo schon mal fertig. Wir gehen weiter auf der 15 Tau. Ich pariere zweimal. Gut, dann ich wandle um und greife dich zweimal an. Schartig und Peitsche. Beides gelungen. Das einige sogar kritisch. Kritisch, das heißt, ich habe halbe Parade, oder? Halbe Parade, ja, doppelter Schaden. Peitsche, oh. Okay, gut. Parade. Genau, ich würfel jetzt einfach zweimal. Einmal mit der plus 5 schon erschwert und dann gebe ich mir nochmal die plus 5 und kann man auch immer noch halbieren, oder? Genau, wir haben, du parierst auf die 12, das wird halt, nee, ich muss gerade überlegen, was, erst halbieren, dann abziehen? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt Würfel einfach. 14 ist sowieso nicht geschafft. Dann kannst du das schartige Säbel kannst du parieren, aber die Peitsche wird dich dann mit 6 TP. Schauen wir uns nochmal die Trefferzone an. In den Bauch. 6 TP in den Bauch. Hast du deine Rüstung an? Nö. Nicht. Also ich krieg keine Wunde. Aber du verlierst einen Punkt Körperkraft. Du merkst ein brennender, ziehender Schmerz, als die Widerhaken der Peitsche sich in dein Fleisch schneiden. Es ist ein anderer Schmerz aus Ohren, aber Peitschen bist du schon gewöhnt. Tun weh. Gut, Tau ist durch, Travigor. Travigor kriegt eine Gänsehaut, läuft Schauer über den Rücken. Nicht nur wegen dem Herrstock vor ihm, sondern wegen Geron. Was tust du da hinten? Ich mache einen Wuchtschlag auf den Herrstock. Entschuldige! Auf den Herrstock. Schade, dass du nicht auf Geron einschlägst. Dann, ich pariere nicht. Du kannst Schaden machen. Ich werde zweimal umwandeln. Und... Nice, gekrittet. Einmal die Peitsche. So, wir fangen einmal mit einem Undertale-Bander an. Auf der 4, 1 bestätigt, trotz der plus 3, plus 5, passt. Dann machen wir Schaden. Oh. Ich habe aber mit der Peitsche getroffen. Oder? Nee, Moment, 1W6 plus 3. Plus 3 plus 9 habe ich mittlerweile. Sind 12 plus 1 sind 13 mal 2. Dein Schwert ist profan, ja? Das ist profan, ja. Dann mal 2. Wenn das irgendwas ausmacht? Nee. Mal 2 geteilt durch 2 bleibt bei 13 Trefferpunkte. 13 minus 2 sind 11 SP auf deinen eigenen Hashtag. Aber die Peitsche kommt durch. Und
Du könntest parieren. Das würde ich parieren und jetzt würde ich mal gern wissen, ob irgendwas dagegen spricht, den zu entwaffnen. Von meiner Seite aus mit der Peitsche, nee, kannst du machen. Ich versuche aber trotzdem nur mal ihn zu binden. Also eine plus 4er. Mhm. Plus 4, plus 5, ja. Dann bekommst du, ich habe schon gewürfelt, 8 Trefferpunkte. Und wenn ich Schadenspunkte verursache, verlierst auch du einen Punkt KK. Sicherlich. Ins linke Bein. Er reißt und zieht, dein Bein zuckt ein bisschen nach vorne und du stehst einen halben Meter weiter an ihm ran. Dann ist Travigor durch. Geron. Ich setze einen Fulminictus auf den Heshtod vor Midas an. Fulminictus? Den Heshtod vor Midas. Hat schon gehandelt. Kann nichts mehr machen, will nichts mehr machen. Kannst du würfeln? Wie viele Schadenspunkte? 2W6 plus Sternchen, ne? Genau. Gut, dann die Schütze durch, Midas. Ja, dann würde ich, da ich noch nicht angegriffen worden bin, meinen Heshtod zweimal angreifen. Du bist noch nicht angegriffen worden, ne? Dann mach ich das auch. Ach so. Entschuldigung, du hast gesagt, die Heshtods sind durch. Nee, deshalb... ja, dein ist noch nicht durch. Ich handle die nämlich immer dann ab, wenn ihr dran seid. Und ja, nee, ich hatte deinen übersehen. Okay, alles gut. Nee, weil ansonsten würde ich erstmal warten, was der Heshtod macht. Genau, also der Fulminictus ist misslungen und dann würde ich, na, was heißt schneller? Also die wandeln um, einmal Schwert, einmal Peitsche, einmal Säbel. Mhm. Würde beides treffen. Ja, dann muss ich wohl zweimal parieren. Ja. Wobei, ich glaube, den Säbel lasse ich durch, ich will nur die Peitsche parieren. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Wenn es mir immer noch hold ist, oder sich das jetzt in Wohlgefallen auflöst. Ja, Geron vom Unglück verfolgt. Nein, ist mir nicht mehr hold. Ja, dann bekommst du einmal 11 TP in, ich schau gerade mal nach, vom Schwert in dein Torso gerammt. Das schartige, rostige Schwert, das Säbel bricht so ein bisschen ab und splittert in deinem Bauch. Ja. Und die Peitsche knallt für 3 TP in ebenso dein Torso. Ja gut, von der Peitsche kriege ich keinen Schaden. Schade. Zum Glück. Aber vom Schwert kriege ich dann 9 Schaden. Ah, du bist dran. Ich bin erst ein Zauber. Die Herrschaftsteams sind schon alle durch, oder? Die sind alle durch. Dann nehme ich mir die Lücke hier jetzt und stelle mich da so rein. Da ist, wenn kein, das geht. Ja, naja, ist kein Platz. Ist kein Platz. Kann ich einen Schritt zur Seite gehen? Merke ich das? Ja, ja, auch nicht so gerne. Kommen. Dann geht ihr alle irgendwie so, dass Midas da Platz hat und dann könnt ihr da euch auch nicht reinstellen. Und das war's. Gib mir mal eine Kriegskunstprobe, damit du das dirigieren kannst, sonst verdient die anderen die Initiative. Ey, mach ich. Das ist. Das ist nicht hier. Glück habe ich deine 9 und ich würfel scheiße. Aber ich habe es geschafft. Ey, geht mal zur Seite hier. Wow. Ich hätte dir eigentlich noch irgendwie was abziehen können, ne? Also, weil du kommst einfach aus der Dunkelheit und keine Kommunikation. Nächste Kampfrunde. Praludor. 3. Angriff. Ja, ich auch. Du kennst das Spiel. Zweimal getroffen. Ich kann einfach parieren, ne? Du kannst einmal parieren, ja, du kannst auch einmal Schaden machen. Den Säbel. Ja, ich buddel erstmal den Parade würfeln. Das ist eine gute Frage. Stehen wir nicht in einem Guardianum? Ja, das war nicht gegen Dämonen. Ach so. Das war einfach nur ein Guardianum. Ja, genau. Keine Dämonenzauber, keine Zauberei, keine Dunkelheit. Also. Wenn irgendjemand anfängt zu zaubern, dann blockt das dagegen. Ja, wie gesagt, den Säbel konnte ich nicht parieren? Ja, den Säbel nicht. Ich bin ein Heiler. Es sind nur 7 TP. Okay. Ich habe. Trifft auf jeden Fall. Auf jeden Fall bekommt er auch nochmal 6 Trefferpunkte. Ja. Beziehungsweise 12. Nee, 12. Genau, 6 mal 2 sind 12. Wir ziehen wieder die Rüstung ab und du kannst die Szene beschreiben. Ich schlage ein letztes Mal nach ihm, treffe ihn
mitten in dein Gesicht, da wo zumindest wo ich das Gesicht vermute. Und es gibt einen leichten Knall, eine stinkende Wolke und diese schwarze Kutte sinkt zu Boden, formlos leer. Zurück bleibt eine Peitsche und ein schartiger Säbel. Ist damit der Dunkelheit von ihm auch vergangen oder bleibt er weiter bestehen? Er bleibt weiter bestehen. Vor allem sind auch noch drei weitere Herrscher-Team anwesend, also die können ihn auch aufhalten. Ich strecke nochmal meine Waffe in den Sonnenzepter in die Höhe. Praios Wold! Tau! Ich werde wieder zweimal blocken. Okay, zwei Angriffe. Peitsche, Säbel. Und ich habe einmal getroffen. Beziehungsweise nicht, ich habe zweimal getroffen, aber nur eine halbierte Parade, kein doppelter Schaden. Was möchtest du parieren? Was? Ich möchte beides. Beides. Ich habe beides angesagt. Parade. Die Parade ist misslungen. Und dann kommt noch eine zweite. Auch die ist misslungen. Dann bekommst du einmal keinen doppelten Schaden, sind nur 7 TP und einmal 8 TP. Dein Magierstab ist unzerstörbar, das ist also erstmal egal, aber du verlierst einen weiteren Punkt Körperkraft. Jo, und ich glaube, ich krieg sogar meine erste Wunde. 8 ist meine Wundschwelle. Wenn 8 deine Wundschwelle ist, dann beim 9. Schadenspunkt die Wunde. Ah, okay. Taust durch, Travigor. Ich greife einmal an. Gut. Das ist das Schwert. Der schartige Säbel und die Peitsche treffen beide nicht. Gut so. Und dein Anderthalbhänder zieht durch die Dunkelheit. Es passiert nichts. Ja. Parade hast du noch aufgespart. Willst du noch umwandeln? Kannst du umwandeln? Nee, ich kann jetzt nicht mehr umwandeln. Dann ist Geron. Kann ich mit einer Magiekunde feststellen, dass der Guardianum nicht gegen die Dämonen gewirkt hat? Es ist alles dunkel, aber ja, würfel mal eine Magiekunde plus 10. Ne, plus 7. Wissen. Magiekunde plus 7? Naja, du siehst es nicht ständig aufblitzen. Du hast auf alle Fälle auch gehört, dass er nicht falsch gewirkt wurde. Mhm. Zumindest widersetzen sich die Dämonen. Sie müssen besonders mächtig sein gegen den Guardianum. Das ist bisher noch nicht passiert. So, dann habe ich noch Hashtots, und zwar den gegen Minas. Auch da werde ich wieder vorziehen, weil ich habe halt nichts zu verlieren. Dämonen haben keinen... Oh Gott. Dämonen haben keinen Überlebenssinn. Minas kann sich ducken. Fex ist mit ihm. Alles klar, dann haue ich zweimal zu. So, also einmal zuhauen. Das wäre nicht gelungen. Und zweimal zuhauen. Einmal nicht plus 5, einmal plus 9 durch das Umwandeln. Dann ist Minas fertig, Ado. Ja, ich hau auch zweimal zu. Erstmal einmal auf den rechten. Auf den rechten? Das ist der, also der von? Der von Travigor? Der von Travigor. Das ist ein Treffer. Ja, hat schon. Nee, du hast auf Ringen gewürfelt. Ich habe auf Ringen gewürfelt? Was auf Ringen? Oh, ja, ich habe auf Ringen gewürfelt. Soll ich nochmal würfeln? Ich habe beim letzten Mal... Na komm, doch, mach nochmal. Okay. Auch wenn ich beim letzten Mal ausgehend auf Parade... Also kein Crit, aber wenigstens richtiger. Ja. Also ist ein normaler Treffer, 16 Trefferpunkte. Genau, 16 Trefferpunkte, also dein Schwert ist magisch, ne? Chorgeweiht. Okay, das ist zumindest nicht profan. Dann kannst auch du die Szene beschreiben. Ja, ganz kurz, ich schaue erstmal, ob ich den anderen auch noch erwische. Vielleicht kann ich ja dann beide mit einem Schlag erledigen. Ja. Hast von Raffin zumindest 9. eine ganze Menge gelernt? Ah, schade. Nein. Nee, dann Ado schlägt erst einmal zu, ist ganz erstaunt, als dass die schwarze Kutte sich unter seinem Hieb teilt und einfach in sich zusammenbricht und kriegt ein bisschen was von dem Stauf, von diesem dämonischen Schlodder ins Gesicht und schafft es deswegen, den zweiten Schlag gegen den zweiten Hashtag nicht so gut anzubringen und fährt einfach ins Leere. Ja, zu deiner großen Enttäuschung kannst du sehen, wie Schwert und Peitsche zurück in die Niederhöllen gerissen werden, und ja gut, du wolltest eigentlich noch irgendwie was fürs Ritual zurückhaben, aber
Ah, die Nidderhöllen sind widerspenstig und geben dir die Waffen nicht. Verdammte Feiglinge. Nächste Kampfrunde, Priodor. Ja, ich würde mich seitlich an diesen anderen Herrscher dran bewegen. Schaffe ich das? Und würde, nimm dies, Ungezücht. Ja, ich greife dich zweimal an und nicht mehr Tau, weil du bist der Prius-Geweihte. Peitsche trifft, sogar kritisch. Vielleicht kann ich dich ja vorher umbringen. Möchtest du noch parieren? Natürlich. Okay, Mike, welche von beiden? Den nicht-kritischen. Den nicht-kritischen. Peitsche. Die Peitsche war kritisch und würde 5x2 machen. Das sind 10 Trefferpunkte. Okay, wohin? In den Kopf. Warum frage ich überhaupt? Das ist nicht doppelt. Nicht doppelt. Ja, die wird die Wange aufgerissen und dein Helm, wenn du einen trägst, wird so ein bisschen vom Kopf geschleudert. Und deine Parade ist misslungen, dann bekommst auch du noch einmal 11 vom schartigen Säbel. Sind wie viel? Ich guck gerade, wo stand der Schaden von dem ersten? Einmal 10 und einmal 11. Sind 21 minus 2 sind 19. Ich stehe noch, aber ich wanke. Sind 11 minus 2 und sind 10 minus 2. Und wir ignorieren mal, dass Blackarats gefällige Waffen doppelten Schaden machen könnten. Zumindest an dir. Ja, ich sag ja 19, oder? 19 Trefferpunkte. Schadenspunkte. Genau. Ja. Hast du eine Wunde? Jetzt bei 11 LEP. Ich würde sagen, ja. Ich habe eine Wunschstelle von 8 oder 9, sehe ich richtig, also auf jeden Fall. Wir machen einfach mal weiter mit Tau. Ich habe gerade gesehen, dass mein lieber Gefährte gerade ziemlich hart getroffen wurde, richtig? Ja. Nee, es ist dunkel. Es ist immer noch dunkel. Ich versuch's mit einem Vindictus Donnerkeil. Okay. Der schief gehen kann's nicht mehr. Ja. Zum Glück zumindest gut, dass die anderen... Na, der von Midas könnte noch vorziehen. Ja, dann kann ich aber auch vorziehen. Ich habe ihn geschafft. Ja, ich überlege gerade, will ich Magier kloppen oder einen Fexgeweihten? Dolorias. Ich glaube, der Fexgeweihte ist wichtiger. Ja, ich glaube auch. Dann machst du 2W6 plus 3 Schaden. 2 und 3. Sind 5 und 3 sind 8. Ja. 8 Trefferpunkte. Exakt. Und dann ist Tau durch. Travigor kann noch. Du hast keinen Feind vor dir. Ich zieh vor. Ich mach 2 Schritte nach vorne, um den Hashtag herum, dass Travigor Platz hat, und hau den dann einmal. Einmal zumindest, dann zieh ich erstmal vor. Also, was heißt vorziehen? Du hast einmal vorgezogen, aber. Genau. Ja, Schaden. Das reicht sogar. Dann kannst auch du die Szene beschreiben. Okay, der Schaden. Egal. Nachdem der erste Schlag vorbeiging, wische ich mir den Schmodder aus dem Gesicht, mache einen Schritt nach vorne, um Travigor Platz zu lassen, ziehe dann einmal quer durch und ein weiterer Dämon fährt zurück in die Niederhöhlen. Ja, Travigor, du siehst, wie nach einem weiteren infernalischen Schrei aus den Niederhöhlen Ardo einen weiteren Schritt zur Seite tritt und du kannst in die Finsternis hineinstürmen. Ein letzter Herrscher, der doch wohl noch kämpft, du hörst das Peitschenknallen, willst du einen Sturmangriff wagen? Ich würde gern vorziehen. Klaue Kill. Na klar. Wir haben Überzahl, oder? Gegen Dämonen gibt es keine Überzahl. Okay, ich wollte. Ja. Dämonen patzen noch nicht. Das ist richtig. Gut, dann greife ich den zweimal an. Der erste würde mich treffen und der zweite wahrscheinlich auch nicht. Also ich würfel eine 4 oder besser. Oh! Nur normaler Schaden. Nur normaler Schaden. Also nur normaler Fex. Mit einem Fexgeweihten Schwert, dann kannst du mal einen Schaden da auswürfeln und wahrscheinlich dann auch die Szene beschreiben. Ja, 9. Ja, ich nehme mein Schwert und höre noch, dass auf der einen Seite wohl das Schwert Ardus niedergegangen ist, reiße dann mein Schwert herum und steche in Richtung des letzten Hashtag-Team. Und er löst sich vor mir in beißenden Rauch- und Nebelschwaden auf.
Hinter euch hört ihr ein lautes Praios, hilf uns hören und die Dunkelheit verzieht sich. Gut so, wir haben sie gleich. Jetzt. Geht's allen gut? Praios kommt schwer verletzt zu Boden. Gut gemacht, Freunde. Mit denen haben wir kurz einen Prozess gemacht. Ja, Praiodur. Tau, kümmere dich um Praiodur, bitte. Bin schon dabei. Könnt ihr mir auch etwas Gutes tun? Ich bin auch nicht gerade. Setzt euch nebeneinander, ich kümmere mich drum. Ich habe zwei Heiltränke, wenn das was bringt. Ja, sind sie nicht magisch? Ich mach das profan. Besser. Hoffe doch nicht. Midas, ich würde mich euch magisch annehmen. Nun gut, dann lege ich mein Wohl in eure vertrauenswürdigen Hände. Gehen wir doch jetzt bei euch zur Seite, aus? Um Platz zu schaffen für die anderen. Ja. Tau, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr einigermaßen unverletzt? Ein schmerzhaftes Lachen kommt von Tau und hält sich selbst die Bauchwunde, die er gezogen hat. Dann nehmt doch zunächst einen der Heiltränke von Travigor. Dann seid ihr fit, um die anderen zu verarzen. Nein, das mach ich selber. Lass mich das selber machen. Seid ihr sicher? Natürlich, der Schmerz reinigt. Bei Praios. Midas, wie viel fehlt dir? Ich habe insgesamt 9 bekommen. Bin so froh, dass ich euch an der Seite hab. Wunden hattest du keine? Nee. Du musst Praiodur helfen. Praiodur wurde versorgt. Verarzt dich gerade. Praiodur, du kriegst 5 LEP bei der nächsten Regeneration in der Nacht. 5 Farm. Jo. Gebe ich dir 7. Alles klar, super. Und den Rest mache ich jetzt selber. Während die am Verarzen sind, würde ich mich mal umschauen, ob noch irgendwas da ist. Und sehe ich die Peitsche und das Schwert, das der eine fallen hat lassen? Ja, der gehörnte Dämon hat seine Waffen tatsächlich zurückgelassen. Also wenn das Amulett nichts hilft, dann haben wir hier sicher unsere Donaria. Weiß. Das waren doch diese Wesen des Gegenspielers Praios, oder? Ganz genau. Ja, fass sie nicht an, die Waffen. Nein. Wartet, ich habe hier einen. Ich schlag sie in meinen Umhang. Ja, und dann mache ich genau das, ohne sie zu berühren.